Ich habe gestern gebetet, dass es schneit. Und als wir heute früh hier angekommen sind, gucke ich raus und es liegt Schnee. Perfekt. Besser kann es ja nicht sein. Es ist ja auch nicht zu kalt. Also wir haben ein bisschen Angst gehabt, dass es vielleicht jetzt wirklich, weil überall steht Kälteeinbruch in Deutschland. Aber hier oben haben wir noch Glück gehabt. Das, hier draußen schmilzt es, das sind irgendwie 2 Grad plus und so. Also es ist erträglich. Ich habe nicht eine Sekunde gefroren. Die Leute, die draußen hin und her rennen, ja, aber die sind ja freiwillig hergekommen. Das ist ja Wacken Winterneid. Wenn man da schwitzt, dafür gibt es Glühwein und Apfelpunsch und so. Also es ist total genial hier. Ich bin total begeistert. Es war total cool. Wir haben ein bisschen gehadert und dachten, mein Gott, ob jetzt wirklich so die Metal-Fans, die Mittelalter-Fans, ob die auf das Fantastical stehen. Aber von Anfang an war das, also die Leute haben gefeiert, die waren, wenn es dramatisch wurde, sind sie mitgegangen. Zwischendurch gingen mal die Feuerzeuge an, also wirklich, also alle Gefühle sozusagen, also ein Spiel der Gefühle. Super geil war es. Waren wir ein bisschen überrascht. Ich meine, wir haben ja auch schon unser Orchesterwerk Hantes Buranus gemacht damals, wo wir auch dachten, naja, ob das mal so das Richtige ist. Und da war halt auch Bombe. Wacken ist super. Ist ein Musical, ja. So im Endeffekt klassisch halt mit Gastsängern auch und viel Musik, wo aber die Geschichte weitergeführt wird. Ein Musical, ja. Wir nennen es Fantastical. Dann haben wir mit dem Johannes Steck, der Schauspieler, der die ganze Geschichte da so wunderbar darstellt, mit dem haben wir jetzt jahrelang auch Die Zwerge gemacht. Das ist auch von dem gleichen Schriftsteller, von dem Markus Heitz geschrieben. Zwerge kennt vielleicht jeder, so Fantasy-Highlight aus Deutschland, und haben das schon häufig auf die Bühne gebracht als Geschichte mit Sounds dazu, und da war jetzt so die Entwicklung, das noch zu toppen als Musical. Wir haben ja mit Johannes Steck haben wir schon bei den Zwergen zusammengearbeitet und so hat sich das entwickelt. Ne? Und dann haben wir eben mit Markus Heitz gesagt, so Mensch, schreib doch mal was, wo wir dann richtig, wir machen die Musik und du schreibst die Story und Johannes erzählt die Geschichte, wir führen das weiter und tja, hoffentlich führen wir es dann auch wirklich weiter noch. Zweiter, dritter, vierter Teil. Ja genau, ewige Serie. Im Endeffekt ist das, sind das also teilweise Freunde, also Katja von ehemals Faun, die hat jetzt sozusagen Zeit und haben wir uns gedacht, Mensch, die fragen wir doch mal, ob sie nicht mitmachen will, meine Tochter sozusagen. Und die Maxi, das war sozusagen eine Freundin von dem Markus Gorstein, der mit uns zusammen das ganze Stück komponiert hat. Und so fanden sich alle zusammen, Step by Step. Auf der CD haben ja auch noch andere Leute mitgemacht. Salea von Saltatio Mortis. Jetzt vergesse ich bestimmt wieder ganz viele Leute. Letzte Instanz. Letzte Instanz, genau. Wir kennen natürlich viel, wir sind ewig schon unterwegs, kennen viele Leute und kommen ja auch mit den meisten super klar. Und die haben jetzt natürlich nicht Zeit, mit uns diese Tour zu machen, weil sie selber einfach immer unterwegs sind. Es wird sicherlich mal einen Tag geben, wo auch mal der Holly oder der Alea mit dabei sind. Da wird es nochmal eine Extra-Party. Momentan wird das dann anders geruppt von uns. So. Aber es macht Spaß, also wirklich auch mit anderen Leuten mal zusammen zu musizieren. Halt so die unterschiedlichen Stimmen, alles richtig geile Sänger, die wir da haben und Sängerinnen, das ist der Wahnsinn. Ich sehe das ja gerne, wenn die Jean jetzt sozusagen, ist einmal Runa, die Hexe, und dann ist ja aber auch Shigeru, der so aus dem Land der aufgehenden Sonne kommt, und dann wird ihr einfach ein Bart rangemalt von Johannes, zack, und schon hat sie ihre Rolle getauscht. Ne? Und so mit diesen dramaturgischen Sachen, zum Glück hatten wir also auch einen Regisseur, das ist der Felix, und der hat uns da sehr, sehr geholfen, weil wir sind ja vor allen Dingen sind wir Musiker. Und dass wir jetzt auch zwischendurch mal noch so ein bisschen Schauspielern, das war eigentlich nicht geplant. Das hat er uns so aufgedrückt. Wir sagen mal, du, ich will eigentlich Musik machen. Na gut, jetzt bin ich der böse König und habe meine ein bisschen Sprechrolle und ein bisschen Schauspiel. Aber es macht uns auch Spaß und man merkt ja auch, dass die Leute wirklich drauf reagieren. Also wenn man da so ein bisschen Gags macht und so weiter, das ist ja nicht so bierernst, die ganze Geschichte. Aber ich glaube, auch deswegen wurde es so angenommen, weil es einfach, im Ende ist es doch wieder Party. Wenn Chorus Korax das macht, dann ist es nicht nur ein dramatisches Fantastical, sondern auch wieder ein bisschen Party und gute Laune. Passt schon zum Fantastical, dass man da auch sitzt und dass das Ganze so eine gewisse Theatralik besitzt und ja, dass man sich so ein bisschen so, dass man ruhiger wird. Das ist ja kein Rockkonzert, ne? Wenn man
wenn Corvus Corax so spielt, na klar, dann muss man sich bewegen. Aber beim Fluch des Drachen muss man nicht unbedingt tanzen, nur zwischendurch mal. Ich meine, ihr hatten vorher auch so Wispern hören, dass hier wohl auch tatsächlich gar nicht so wenig Kinder kommen, so tagsüber. Also richtig Mittelfamilientag hier. Und für die ist das natürlich auch geiler, wenn die sich hinsetzen können. Also ich habe auch kleine Stifte, wenn ich mir vorstelle, müssen 2 Stunden da stehen. Das haut nicht hin. Game of Thrones, naja klar, also da wurde also... Ja, nicht am Anfang eine Serie, fing es ja nicht als Serie an, sondern als Pilotfilm, um das auszuprobieren, ob das Ding funktioniert. Und dann wurde leider da ein Hauptdarsteller ausgetauscht und der tanzte immer bei der Hochzeit der Starks, tanzte der immer vorne vor der Bühne rum und das wurde ausgetauscht. Im Endeffekt sieht man Norrie. Ganz, so, ganz kurz ohne Kopf sieht man mich mit Davul durchs Bild huschen und hinten, ganz hinten in der ersten Folge, sieht man hinten mal kurz so ein paar Gestalten, die so die typische... Wir spielen Dudelsack-Bewegung machen, mehr ist leider nicht drin gelandet. Alles andere wurde rausgeschnitten. Ja, naja. Ein Drama. Also wir sind immer noch mit dem Produzenten so, wir schreiben und der meinte, er hat jetzt nicht gepasst. Er würde uns gerne noch mal mit reinnehmen, weil er totaler Fan ist. Und ja, wir spielen ja inzwischen, wir haben auch den Komponisten gefragt, wir spielen auch dieses Game of Thrones Titelthema, nennen wir der dreieugige Rabe. Das spielen wir auch live inzwischen und das ehrt uns auch, dass die auf uns gekommen sind. Also die haben recherchiert und haben uns im Internet gefunden. Also die sozusagen Die krassesten Typen, die es gibt, sind Corvus Corax für Game of Thrones. Seit wir 2005 damals Cantus Baranus hier auf dem Wacken gespielt haben, da wussten wir, also die Metaller trinken gerne Met und hören gerne Corvus Corax, aber in jeglicher Form. Als ob es nun Klassik ist, ob es sozusagen handgemachte mittelalterliche Musik ist oder jetzt hier mit dem Fantastical der Flucht des Drachen. Die lieben uns und das muss nicht immer laut, schnell und durch sein. Also so wenn wir Corvus Corax spielen, das kann auch mal ein bisschen... Fantasy dabei sein. Ich habe ja früher auch viel Metal gemacht und Erfahrung ist halt, dass es die Szene ist, die halt einfach so am offensten ist. Also, man kann halt auch einfach gar kein Metal machen und trotzdem findet ein Metaller das im Zweifelsfall gut. Ist bei anderen Szenen eher schwierig. 2005 war das erste Mal. Da haben wir hier im Endeffekt Uraufführung gehabt. Also wir hatten Berlin eine selbstorganisierte Show davon und dann wollte der liebe Hübner, dass sie das hier exklusiv als allererste machen. Da war noch nicht mal die Platte draußen. Also das war schon echt so, wir kommen nach Wacken, spielen dieses Orchesterwerk. Kein Mensch konnte das bis dahin hören. Dann gar keine Stromgitarre. Und dann hat es richtig reingehauen. War geil. Seitdem kommen wir immer wieder. Ganz spektakulär, finde ich. Also fand ich damals auch, wo wir hier mit Wadokio, also mit den Taiko-Trommlern da waren. Und da haben wir halt Lemmy auch mal gesehen. Ne? Der hat neben uns angefangen, wurde uns gesagt, haltet euch mal bereit. Irgendwie hat einen neuen Herzschrittmacher und er hat 15 Minuten, glaube ich, gespielt. Aber immerhin, so das, haben wir das noch miterlebt. Dann, als er aufgehört hat, sind die ganzen Leute noch zu uns rübergekommen. Ne? Das war natürlich legendär, so die ganze Geschichte. Ne? Das natürlich... Lemmy noch mal zu sehen, auf dem Wacken zu hören, genau. Ja. Und dann auch mit Wadokio hier so richtige Wikinger-Mucke zu machen, geil. Wir lieben das Wacken. Ach, im Endeffekt würden wir auch gerne mal in Island spielen, wenn die so ein riesengroßes Eisiglo machen oder so. Ne? Also das ist so ein bisschen ein Problem mit den Instrumenten. Also wenn es warm ist, ist ja kein Problem, weil wir spielen ja Naturinstrumente. Wir sind zu Einstandtaten bereit. Wir tanzen nackt im Schnee. Solange die Instrumente funktionieren, machen wir alles. Und, ja. Und deswegen Wacken Winternight passt zu Corvus Corax. Also, cool. Tolle Idee. Also wir dachten natürlich auch erstmal so, echt im Winter? Wie ist das da? Ist da tatsächlich dann einfach knallhart eine Bühne mit ein paar Fackeln? Aber ich meine, hier ist mit Zelt und so und ist super geil. Tolle Idee. Man kann ja nicht das ganze Jahr auf, also ein Jahr lang aufs Wacken warten. Ne? Für ein paar Leute gibt es also dann schon die Möglichkeit im Winter Schlittschuh rausholen und ab nach Wacken.